Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, heute mal zu einem weiteren Tiervideo. Und zwar, wie ihr sehen könnt, wir haben hier zwei kleine Tauben hier gerade auf dem Tisch sitzen. Und ja, wie ihr auch sehen könnt, die sind schon einigermaßen groß. Haben schon hier, kriegen schon die Federn. Die sind nicht von uns tatsächlich, also die sind nicht hier von uns geschlüpft und alles. Die haben wir bekommen, ohne Eltern. Also die haben wir geschenkt bekommen, die Eltern waren nicht dabei, die waren alleine. Und deswegen müssen wir die jetzt mal ein bisschen aufpäppeln, füttern, dass die dann jetzt auch so groß werden. Ja, das sind die beiden. Man wird jetzt sehen, also es sind Brieftauben auf jeden Fall. Zwar, das sieht man zum Beispiel daran, dass die hier sehr weiß ist. Sie hat sehr viele weiße Federn. Wildtauben haben absolut eigentlich gar kein Weiß. Die sind einfarbig grau. Hier die andere, die ist mehr so gräulich, hat aber auch ein bisschen Weiß. Aber bei der hier zum Beispiel sieht man auch, dass die Federn hier bis unten bis zu den Krallen, bis zu den Füßen geht. Bei der hier zum Beispiel nicht, da geht es wie bei dem Brieftauben hier nur bis zu dem Gelenk. Also ich gehe davon aus, dass es unter Umständen vielleicht sogar, dass eine Wildtaube und eine Brieftaube vielleicht sogar sich gepaart haben, dass irgendwie auf jeden Fall... Das sind auf jeden Fall nicht nur Wildtauben und nicht nur Brieftauben. Also da stecken auf jeden Fall noch ein paar andere Gene drin. Wird man dann aber auf jeden Fall sehen, wenn die dann größer sind. Und ja, ich habe hier ein bisschen Futter, ein bisschen Wasser auch, um die zu füttern. Ich tue die jetzt zurzeit erstmal per Hand füttern. Die sitzen auch bei uns drin im Stall noch, haben eine eigene Zelle bekommen mit Essen, Trinken und einem Brutschälchen, wo die zurzeit drin sitzen. Da fliegen zwischendurch auch mal die erwachsenen anderen Tauben hin. Also im Normalfall ist es nämlich auch so, dass die anderen Brieftauben, wenn wir Babys haben, auch die anderen Brieftauben, die jetzt nicht die Eltern von denen sind, die auch zwischenzeitlich mal füttern, wenn die um Futter betteln, weil... Ja, also die anderen machen das dann eigentlich auch aus Nettigkeit, dass die dann füttern würden. Haben sie bis jetzt noch nicht getan. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, ob die das noch machen. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass die auch noch mal von den anderen gefüttert werden. Ja, solange die aber nicht gefüttert werden, muss ich die halt füttern. Dafür nehme ich dann einfach hier die ganz normalen Körner, die Erwachsenen auch bekommen. Hier, da die noch etwas kleiner sind, muss man jetzt hier die kleineren Körnchen noch nehmen. Also die dicken Maiskörner kriegen die noch nicht runter. Und ja, das kriegen die dann in den Schnabel. Und dann isst er das auch. Der hier hat vorhin auch schon mal alleine getrunken. Also die sind jetzt, wie gesagt, schon etwas größer, kriegen ja gerade schon Federn. Also sind schon ein bisschen selbstständiger, können natürlich auch alleine schon ein bisschen rumlaufen. Ja, fressen tun sie noch nicht alleine. Aber das wird auf jeden Fall auch noch kommen bald. Und ja, wenn die nicht selber trinken, hier fürs Trinken habe ich dann eine Spritze. Da kriegen die dann zwischendurch beim Essen immer mal ein bisschen Wasser in den Schnabel. Damit das auch schön weich ist dann im Kopf. Damit das auch gut verdaut wird. Das Füttern dauert natürlich ein bisschen länger, ist natürlich klar. Wenn die jetzt von den Erwachsenen gefüttert werden, geht das natürlich viel schneller. Aber ja, so geht es erstmal nur so. Aber ich gehe auch davon aus, dass die
So in einer Woche oder so sollten die auch eigentlich soweit sein, dass sie selber fressen können. Die laufen jetzt, wie gesagt, er hat schon selber getrunken. Die laufen auch schon, wenn sie hier sowas sehen, laufen sie auch schon selber rum, gucken sich das alles mal an. Man muss natürlich nur gucken. Wir haben, wie gesagt, die haben in ihrer Zelle auch Futter stehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt für die gedacht, weil die ja eben selber noch nicht essen. Das ist für die Erwachsenen, die dann da hinkommen. Dann können die da eben was essen, könnten das theoretisch auch direkt an die Kleinen verfüttern. Oder wenn die Erwachsenen da fressen, sehen die Kleinen das natürlich auch und lernen das dann auch, damit die dann auch bald selber essen können. Ja, so viel dann erstmal jetzt dazu. Ich werde die dann jetzt gleich auch mal wieder zurückbringen. Und ja, ich werde dann auf jeden Fall alle paar Tage nochmal ein Video machen. Gucken, wie die sich weiterentwickelt haben, wie es denen geht. Und dann wird man natürlich dann auch sehen, wenn die dann irgendwann ausgewachsen sind, irgendwann werden die dann natürlich auch mal rausgehen, auch mal rausfliegen. Die können dann natürlich noch nicht so wirklich fliegen, deswegen werden sie erstmal nur hier vorne so ein bisschen rumflattern auf dem Dach. Und da muss man eben gucken, ob die wirklich so wie eine Brieftaube dann auch wieder zurückgehen, einfach wieder reingehen, oder ob da doch was von der Wildtaube drin steckt und die dann wirklich versuchen, irgendwo in die Bäume oder sowas zu fliegen. Das wird man dann sehen. Aber ja, so weit sind wir natürlich noch nicht. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!